In diesem Video fasse ich für euch die wichtigsten Punkte des neuen Zeitalters Age of Hero in Conan Exiles für euch zusammen. Wir haben im Devstream ein paar Eindrücke bekommen, was auf uns zukommt im Age of Heroes. Und dieses Zeitalter soll im Oktober released werden. Die Public Beta könnt ihr voraussichtlich am 22.08. bereits spielen. Und sie bringt zwei neue große Feature mit. Das eine sind die Living Settlements, die belebten Siedlungen, und das andere sind die Companions, die Begleiter. Zuerst einmal zum Living Settlement. Diese belebten Siedlungen sollen eben, wie der Name schon sagt, einfach dafür sorgen, dass eure Siedlungen sehr viel aktiver wirken und dass dort mehr passiert. Sie haben dafür die Handwerker komplett überarbeitet und Handwerker können jetzt genau wie Thralls in der Welt platziert werden und bringen damit Leben in eure Base. Ihr könnt eure Handwerker jetzt auch mit Rüstungen ausstatten, ganz wie ihr es mit den anderen Thralls bisher auch konntet. Und die Handwerker bringen so spezielle Bedürfnisse mit, sie müssen essen, sie müssen schlafen und sie bewegen sich dafür auch frei in eurer Base. Sie können sich in Betten legen oder sie können sich in einem Bereich, wo es Nahrung gibt, hinsetzen, etwas essen und können ganz frei, wie Thralls auch, platziert werden in diesen grünen Schemen, so wie wir das hier sehen. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie ist das denn mit meinen Aufträgen in der Handwerkerbank? Nun, diese werden ganz genauso auch wie früher ausgeführt werden, egal ob der jetzt gerade zum oder die jetzt gerade zum Essen gegangen ist oder ob sie gerade an der Werkbank steht. Es hat auch eine sehr wichtige Änderung innerhalb der Werkbänke gegeben. In Werkbänken können jetzt bis zu 3 NPC angezeigt werden. Und du kannst dann entsprechend auswählen, welcher NPC die anstehende Aufgabe für dich erledigen soll. Dafür ist es wichtig, dass diese NPCs sich im 15 Meter Umkreis um die Werkbank herum gerade aufhalten. Da deine Handwerker jetzt nicht mehr an eine spezielle Werkbank gebunden sind, können sie jetzt in verschiedenen Werkbänken eingesetzt werden. Und du siehst immer die Bonusse, die sie mitbringen, wenn sie für dich arbeiten. Allerdings zählen die Handwerker damit jetzt auch zu der Anzahl Thralls, die dir folgen. Und Funcom überlegt im Moment noch, ob sie dort etwas ändern müssen an der Anzahl der Follower, die dir folgen können. Ihr könnt die Handwerker jetzt auch zukünftig in Käfigen in der Purge finden. Es wurden zusätzlich auf den Exiled Lands, genau wie wir das auch auf Sipta kennen, Käfige platziert, in denen ihr Handwerker und aber eben auch Barkeeper finden könnt, denn die konnte man ja bisher nur durch eine Purge bekommen. Das hat sich geändert. Ihr könnt jetzt also auch sagen, ihr wollt keine Purge machen und könnt trotzdem einen Barkeeper bekommen. Obwohl die Handwerker sich jetzt frei in eurer Base bewegen können, bleiben die Kämpfer, die Bogenschützen, die Tänzer, die Träger genauso in ihrer Funktionalität, wie wir das bisher auch gewohnt sind. Das heißt, auch zum Beispiel die Wachen bleiben auf ihren Plätzen stehen und rennen nicht einfach weg. Wichtig ist hier aber noch zu wissen, da ja jetzt die Handwerker sich wie normale Thralls auch verhalten, ist es so, dass sie auch tatsächlich während zum Beispiel einer Purge getötet werden können. Sie werden vielleicht eher versuchen wegzurennen und sich in Sicherheit zu bringen, aber grundsätzlich können sie jetzt eben auch getötet werden. Kommen wir jetzt zu dem zweiten Teil der Änderungen in Conan Exiles, die mit dem neuen Update dann im Oktober kommen werden. Und die, denke ich, dem Ganzen den Namen Age of Heroes gegeben haben, das sind die neuen Companions. Diese Companions, aktuell werden 2 eingeführt, Liu Fei und Freya. Das sind die ersten beiden Companions, die euch viel zu erzählen haben. Das Besondere ist hier, dass die tatsächlich auch eine Stimme bekommen haben. Sie haben viel Text bekommen. Sie haben, ganz wichtig, natürlich eine Questline bekommen, die euch mehrere Stunden Spielspaß versprechen soll. Später, wenn ihr die Quest beendet habt, können diese dann auch zu euren Followern werden. Das Besondere ist,
dass sie unterschiedliche Perks entwickeln, die sich von den Perks unterscheiden, die unsere Thralls bisher hatten. Je nachdem, welche Entscheidungen ihr in diesen Quests trefft, werden sich die Companions unterschiedlich entwickeln und werden dann später zu euren Begleitern, wenn ihr das möchtet. Und ihr könnt diese Quests auch mehrmals machen, also nicht nur einmal, sondern ihr könnt sie dann nochmal wiederholen und könnt dann unterschiedliche Entscheidungen treffen, um zu gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Solltet ihr bereits eine Freier haben, die ihr als Thrall bisher schon habt, wird sich diese Freier nicht verändern, wenn das neue Zeitalter beginnt. Durch diese Companion lernst du am Ende der Quests neue Rüstungen und andere Sachen und kannst die dann entsprechend nutzen. Mit weiteren Updates sollen weitere Companions hinzukommen und die sind jetzt nicht in ihrer Anzahl limitiert, also ihr könnt mehrere Companions entsprechend auch haben. Dieses System der Companions gibt es, weil es doch relativ umfangreich auch wohl in der Entwicklung ist, was da im Hintergrund läuft, leider nur auf den Exiled Lands. Sie haben dazu auch nochmal im Devstream gesagt, dass doch sehr, sehr, sehr viel mehr Leute die Exiled Lands spielen als zum Beispiel Siebter. Was hältst du von dem Age of Heroes? Für mich hat es sich jetzt etwas anders dargestellt, als ich es ursprünglich vermutet hatte, aber ich bin trotzdem schon wirklich gespannt darauf, wie diese Quests sein werden, die uns dort erwarten. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dann und ciao!